Ja, moin zusammen, ich bin der Tobi von Charter & Sail und wir sind jetzt in Grenada angekommen. Das ist in der südlichen Karibik. Nach einem etwas längeren Flug, 9 Stunden, der wie im Flug vergangen ist durch die Zeitumstellung, aber nicht effektiv. Und unser Plan ist jetzt, dass wir das Schiff beladen, nochmal tanken und dann nach Union Island, so ein bisschen nördlicher von hier, segeln in die absoluten Traumgebiete der Karibik, der Tobago Peaks. Jetzt sind wir auf dem Laboon 52. Das ist ein sehr großer Katamaran mit 6 Kabinen, den wir bis Ende April hier in Grenada nutzen für schöne Reisen und Touren mit Gästen. Diese Woche sind wir noch ohne Gäste unterwegs und bereiten das Schiff vor und fahren schon ein bisschen parallel mit dem Schiff, so ein bisschen dabei durch die Gegend hier und gucken uns nochmal alles genau an. Ja, moin, wir sind jetzt hier in Rhode Island. Das ist eine ganz kleine Insel auf dem Weg zwischen Grenada und Union Island. Und hier haben wir heute Nacht geankert, weil es gestern Abend schon zu spät wurde und wir wollten bei Dunkelheit nicht weiter segeln. Und die Insel ist hier wunderschön. Wir haben hier heute Morgen schon Fisch gefangen und werden jetzt erstmal gleich ins Wasser springen und danach zusammen frühstücken. Oh, das ist der Hammer hier. So warmes Wasser, unglaublich. Da kann man den ganzen Tag dribbeln.